Und ja, in diesem Video bauen wir mal ein bisschen die Insel hier weiter. In den folgenden Folge haben wir erstmal hier das erreicht, was ich noch ein bisschen weiter bauen musste. Aber das kann ich mal warten. Erstmal ein bisschen das größer bauen. Und das, wir haben ein bisschen Wasser, wir haben 100 MB, also 100 Millibubble. Das heißt, 1000 ist ein Wassereimer. Hier könnten wir eigentlich auch rausnehmen. Nein, wir können mal so ein Clay machen. Wenn wir sowas hätten. Na egal. Wir machen lieber 10 Insel erstmal weiter. Ja. Zweimal Holz verkraften. Holz zu Slabs. So. Und dann diese Ebene, dass man keine Mobs spawnen, also auf die untere Ebene. Wenn ich das in die obere Ebene bauen würde, würden Mobs spawnen. Und das möchte ich natürlich noch nicht, weil ich möchte eine ganz große Spawnfläche bauen oder ein dann einfach runterfallen in so einen Fallschacht. Also wir werden noch den, also den Smeltery vielleicht noch fertig kriegen in dieser Folge. Nachdem. So. Dann einmal hier nochmal zu. Wenn Sie welche in den Kommentaren gefragt haben, welcher Server das ist, das ist ein Nitrado-Server. Also, so wie, also das genau gleiche Server wie bei Minecraft Mecha Phoenix, also das Mod-Projekt da, das wir da gestartet haben. Was auch schon vor Minecraft Phoenix geändert hat. Also, es ging schneller vorbei als gedacht. Ja. Da wird dieses Projekt bestimmt länger sein. Ja. Ein Gravel. Wir brauchen Gravel, genau. Gravel. Kies. Das Gelumpe brauchen wir erstmal. Und dann können wir schon mal zwei herstellen. Wir können jetzt einmal so ein. Ja, einmal so ein Mörtel nochmal herstellen. Wir wieder. Kein Bock, das jetzt mit der Hand abzubauen. Bisschen craften wir uns mal ganz fix mal eine Schaufel und ein Schwert. Und das werden wir auch noch gebrauchen. Dings brauchen wir noch nicht. Wenn das so langsam geht. Na egal. So. Dann haben wir das. Und es war doch so, man konnte ein Sand-Setzling wieder abwaschen und dann hat man einen normalen Setzling. Hä, ja, ist doch 100 MB drin, oder? Oder sehe ich das falsch? Also nach dem Dings steht da drin. Hier steht dran 100 MB. 100 lieber. Oder wenn ich das so kleinere, das sind 100. Kein Plan. Na egal, aber wir haben erstmal noch einen weiteren Block. Oder ne, keinen Block, wir brauchen. Genau, wir müssen noch Sand. Wir müssen so viel machen. Wir brauchen noch Erde, wir brauchen das noch. Es fehlt gerade am allen, gerade eigentlich. Man schmeißt jetzt so ein Zeug raus. Wir machen jetzt mal ein bisschen Erde. Ich besorge mal ein bisschen Erde. Jetzt habe ich ja ein paar Bäume schon mal, also die ersten zwei Bäume schon mal gefällt. Und ich würde mal testen, ob man das auch mit einem Dirt machen kann. Contains, warte. Ist jetzt immer, wenn ich da drauf drücke, so? Oder muss ich das so hier machen? Ah, ich verstehe es, wie es, oder? Nee. Dann baue ich sie doch mal ab. Dann baue ich es ab.
Wie ging das nochmal? Ein. Brauche ich für Eisen, Eisen. Ja, das ist natürlich Logik. Also Kohle, genau, Kohle wollte ich herstellen. Also, das da. Ich wollte Kohle herstellen, keine Kohle. So eine Kohle wollte ich herstellen, genau, sowas. Und zwar, die konnte man aus den machen. Die hat man wiederum da. Nee. Die hat man wiederum da draus bekommen. Aus dem. Deswegen, genau. Und aus einem weiteren Rezept. So. Den hier. Brauchen wir einen Wutessenz oder eine Kette. Mit Wasser, wie viel? Eine Flasche. Eine Flasche. Markt, alles klar. Sowas hier gibt. Naja, wir haben erstmal ein bisschen Erde. Und ich bin Level 5. Und wir machen jetzt aus der Erde. Einmal so, so. Das müsste reichen. Wir kriegen eh nur eine Erde. So. Eine weitere Erde. Und die Erde packen wir jetzt mal hier hin. Ich hoffe, dass der Radius reicht. Weil jetzt kann ich. Weil ich brauche jetzt nochmal. Genau, Kleesäppling. Einmal da. Da. Guck mal da, wenn ich jetzt hier das mache, kriegen wir alle das ab. Ja, kriegen alle ab. Okay. Dann mache ich noch ein paar von den Fällen. So, jetzt habe ich noch ein paar gefällt und jetzt können wir ein bisschen Klee machen. Ja, ich möchte auf dem Erdblock craften, das ist natürlich super. Und damit Clay, also Ton. So, Ton, genau hier. Zwei Stück können wir noch machen und damit den craften nach oben. So, vier solchen Teilen. Und wir können noch mal umcraften eigentlich. So, und dann können wir mit dem ganzen Zeug. Und zwar können wir damit. Ja, einen Wassereimer machen. Den Wassereimer brennen wir. Also den Eimer, für den man. Das man braucht. Ich hoffe, das geht. Da können wir das. Genau das hier können wir nehmen. Warte, seht ihr, das ist Wasser. Kann man das als Wasser jetzt benutzen? 300 Temperatur, 300 Grad K. Kann ich das zum Heizen benutzen? Nein. Für was kann man diese Flüssigkeit benutzen? Sepp. Genau, für was kann man diese Flüssigkeit benutzen? Ein Stock zur Fackel. Alles klar. Und heißt jetzt nicht, dass meine. Nein. Sag jetzt nicht, ich habe jetzt meinen Eimer verlaut damit euch. Ich möchte es wieder auskippen. Naja. Kann ich es auch im Crafting-Rezept? So. Schade. Man kann auch aus Feuer machen. Okay, das. Also Fackeln. Das muss ich auch merken. Und jetzt wollte ich eigentlich einen Kohle. Ne, nicht Kohle. Genau. Ich wollte noch was anderes craften. Und zwar haben wir jetzt so viel Zeug, dass wir jetzt wieder ein neues Produkt craften können. Wenn ich jetzt noch Sand. Genau, da habe ich Sand. Und dann machen wir uns. Und zwar den Flüssigkeitstank. Tinker. Da brauchen wir einen so Mörtel. Den würde. Ja, und das haben wir schon. Ich brauche jetzt noch.
Nicht, das brauchen wir nicht, aber wir brauchen sowas. Versenkten Tank. Da brauche ich noch ein Glas. Warte, warte, warte. Ich brauche dafür nur ein Glas. Shit. Da hätte ich mir ein Glas sparen können. So, dann da den versenkten Tank. Dann brauchen wir noch ein. Mal das, plus das, plus das. Ein bisschen Myrte. Den Myrte brennen wir wieder. Und können wir noch einen Kies? Nee. Schade, dann hätte ich sonst noch einen Kies machen können. Gravel. Gravel, Clay, Gravel. Hier ist noch Gravel. Den können wir machen. Sand machen wir auch nochmal und Clay. Clay ist gerade am wichtigsten eigentlich. So, jetzt machen wir es nochmal. Eigentlich wachsen die eigentlich jetzt richtig gut schon, aber es dauert trotzdem noch ein bisschen länger. So, ich habe jetzt hier versenkte Stiege nochmal. Und damit können wir noch einen. So ein Gusshahn, wie auch heißt. So, wir brauchen dafür das, das, einen Ausgusshahn. Das hier. Brauchen wir noch mehr? Auch nee. Brauchen wir nochmal 13 Stück. Und nochmal 3. 16 Stück brauchen wir dafür vor. Das kann auch dauern. So, den letzten Baum, den hier fällen muss. Keine Ahnung, was das Bild so gerade scheiße ist. Wartet. Jetzt ist es wieder normal. Alles klar. Ich war es vorher auch noch nicht so. Sonst war es gerade ein Fail. Ein total Fail. Das passiert, wenn man raustappt. Ja. So, ich wollte jetzt noch eine Sache machen, und zwar hier hinten. Wir können jetzt auch ein bisschen was mit Clay anfangen, weil ich habe ein bisschen Clay angepflanzt und jetzt können wir richtig viel. Also, das da brennen, so Myrte, so Ton, jetzt können wir davon richtig viel machen. Und jetzt mache ich davon Pineapple und daraus Craft. Ja, das brennen wir mal durch. 5 Stück. 5 Stück brennen wir davon durch. So. Und schon wisst, was ich meine. Ja. Ich glaube, ihr wisst auch schon, was ich meine, was ich craften will. Das wenn ich gar nicht so viel fahren müssen, brauchen wir das Zeug und das. Eigentlich sehr praktisch dann. So, das ist Gravel, genau hier. Noch einmal Gravel. Und dann können wir hier nochmal 2 Sand und 2 Gravel und dann kriegen wir schon mal das zusammen. Dann brenne ich das mal und dann haben wir das auch schon. So, jetzt craften wir das letzte Mal Folge, weil die Folge geht schon lange und das wird jetzt, ich glaube, das wird so gecraftet, genau. Und damit können wir ja so einen Erdblock. Setzen wir so einen so Block hin. Und dann packen wir mal den. Einfach mal. Das reißen wir mal ab. Wir packen einfach so auf den Boden. Da auf ein Stück Erde rein. Und dann machen wir. Was brauchen wir gerade am meisten? Sand, würde ich mal sehr schätzen. Erde, 0%, hä? Was für eine Erde braucht man bitte schon da? Braucht man jetzt da das komische Wasser dafür? Warte, ich mach mal das Erde raus. Man kann auch das Zeug rumkragen. Warte. Jetzt passiert irgendwas. Sandsäppling. Jetzt passiert was.
Muss ich nicht verstehen, aber dann müsste ich jetzt rumfloppen die ganze Zeit. Und dadurch müsste die ganze Zeit Items, also Items generiert werden. Das heißt, dass wir das automatisiert haben. Und das war sehr groß. Und was passiert jetzt? 100% erreicht. Und jetzt? Jetzt habe ich einen Baum zum Angucken, oder wie? Hä? Ist das echt ein Baum zum Angucken? Oder soll ich den abbauen noch? Hä? Hä? Ich verstehe das jetzt nicht den Sinn. Alles klar. Ah, okay. Also einfach hinsetzen, das rein da und dann einmal wegtragen, einmal hier hintragen. Dann den bestimmten Setting drauf. Dann ein bisschen warten und dann wächst das. Alles klar. Ja, das war's von der Folge. Ciao, bis nächste Folge Minecraft Sky Factory 4.